Ja, hahaha, da wären wir wieder bei Breath of Fire. Und hat mir irgendwie überhaupt nichts gebracht, nochmal zurückzugehen in die Stadt, denn ja, seht ihr ja hier, irgendwie hat das nichts gebracht. Ich habe noch ein paar Vitalkugeln eingekauft und Gegengift hatten die in dem Sauladen nicht. Ziemlich bescheuert. Und deswegen müssen wir jetzt uns einfach weiterhin so voranquälen. Jetzt gehen wir mal nach rechts, denn nach links sind wir ja schon gegangen. Geht hier auf jeden Fall voll ab in puncto Zufallskämpfe. Was gibt mir dir? Ich sehe einen Haufen komisches Zeug hier. Ich kann nicht glauben, dass sie sowas kochen. Ja, du Munk. Also die Giftspinnen sind extrem nervig. So, gehen wir jetzt erstmal da runter. Wieder mal wurde ich vergiftet. Yes, Party. Oh, das nervt echt, das nervt Hölle. Ich würde gerne die Energie von Rand ein bisschen sparen. Vitalkugel und Mutgürtel, ja, lecker. Oh, Leute, das ist nicht schön mit diesem beschissenen, bescheuerten Giftspinnen. Die nerven. Ich glaube, ich wende mal einen Schutzzauber an. Ich habe nämlich welche eingekauft, dass uns nicht so viele Zufallsgegner begegnen. Wo waren das jetzt? Ah, hier. Schutznebel. Genau. So, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Hi, Kumpel. Wir haben unser Leben als gewöhnliche Küchenschaben zu fangen. Aber hier ist nichts außer blauen Küchenschaben. Ja, die sind blau, die sind besoffen. Blaue Küchenschaben sind aber ungenießbar. Scheiße. Tja, Pech für dich, Junge. Och nee. Bzz, bzz, bzz. Ich fliege davon. Einfach so davon. Ja, dann flieg halt, du Scheiß-Oberschrulle. Kumiek. Lecker, hier wimmelt's nur so vor Schaben. Ich hau jetzt einfach mal drauf. Mal gucken, ja, umhauen. Das ist ja meine Lieblingsattacke von euch Gegnern. Echt, die Groove, total. Wow, Nina ist 16. Pass auf, dass du die ja nicht übernimmst, Mädel. Okay. Werden wir mal hier runtergehen da. Gucken, was da so alles gibt. Ich muss auch langsam mal wieder den guten Depp auffüllen. Denn der hat einiges abgekriegt. Der ist ja immer das Opfer. Kraftquelle. So, weiter runter habe ich keinen Bock zu gehen. Da gibt's, glaube ich, auch nichts mehr. Wir müssen hier nach oben kämpfen, ne? Aber alle mache ich nicht kaputt. Ich habe jetzt keine Lust. So, dich erwischt jetzt hier auch noch. Schneide ich jetzt mal nicht aus. Ja, und während die sich hier verkloppen, kann ich euch eine Ankündigung machen. Es wird während dieses Let's Plays immer wieder Gastkommentatoren geben, alte wie neue. Und ja, ich freue mich immer wieder darüber, denn das macht Spaß. Oh, geht schon weiter. Bzz, bzz, bzz. Ich fliege davon, einfach so davon. Ja, wie oft willst du das hier noch wiederholen? Toll, und was geht hier ab? Quick, 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 quick. Ja, weil ich mache das eigentlich ganz gerne immer zur Auflockerung. Ich hoffe, das gefällt euch auch mit diesen Gastkommentatoren. Ja, schaut auch mal auf ihren Kanälen vorbei. Sehr, sehr empfehlenswert. Zum Beispiel Revenite, der hat ein sehr geiles LP von Breath of Fire bereits hingelegt. Schaut da auf alle Fälle mal vorbei, das lohnt sich. Wie rum gehe ich denn jetzt? Gehe ich mal so rum. Wiederholt sich jetzt hier ein bisschen, aber ich habe echt keinen Bock, das alles rauszuschnibbeln. Ist immer eine recht umfangreiche Schnibbelarbeit. Ja, bei den Küchenschaben kriegt man richtig Hunger. Ich war auch gestern vegan essen, das war so krass. Da gab es kein alkoholisches Bier, müsst ihr euch mal geben. Da gab es nur alkoholfreies Bier. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Und weil ich damit nicht gerechnet hatte,
Stand da echt hinten drauf auf dem Etikett bei dem alkoholfreien Bier? Stand echt drauf? Gesundes, mineralstoffreiches Bier. Ja, das, genau so habe ich auch geguckt. Und das war erstmal so ein Schock. Wir sind sofort einsaufen gegangen. Ja. Das war nicht gestern, das war vorgestern schon. Ja, am Samstag war das. Ja, wenn ich das hier hochlade, ist eh schon wieder zig Wochen rum. Quick, quick, quick. Aber das war ein Erlebnis. Aber so ein Schock, Leute. Ansonsten Essen, top. Also veganisches Essen. Wenn die Leute was von ihrem Handwerk verstehen, dann schmeckt das so geil, ich sag's euch. Merkt ihr überhaupt nicht, dass da kein Fleisch drin ist? Und keine Eier, und keine Milchprodukte und so weiter. Aber es ist sau verdammt lecker. Kann ich nur jedem ans Herz legen, mal auszuprobieren. Man muss natürlich auch offen für Neues sein. Sonst bringt das alles überhaupt nichts. Oh, ich sehe schon, ich muss Depp und Rand heilen. Dringend. Ich weiß gar nicht, ob es da unten weitergeht. Ich habe keinen Plan. Soll ich da mal jetzt gucken? Aber hier ist irgendwie auch kein Bock da. Ach doch, ich renne da jetzt mal kurz runter. Geduld! Setz hier halt ein bisschen. Ein bisschen langweilig wahrscheinlich. Ihr könnt ja vorscrollen. Scroll. Skippen, meine ich. Könnt ihr skippen. Ich kann nicht skippen, Mio. Ach nee, toll. Ja, das war jetzt für die Katze, aber das macht nichts. Ich heile nochmal den guten Depp. Und. Da, ich hab doch noch. Ach, yes. Den Rand. Ach, die heile ich jetzt nicht, die Rimbo. Ich keinen Bock drauf. Und oh je. Ihr Typen nervt mich aber langsam. Warum lasst ihr mich nicht einfach in Frieden und haut von hier ab? Warum haust du nicht ab? Ist das so ein hässlicher roter Käfer im Hintergrund? Ich schätze mal, das ist ja eine Riesenscherbe. Quick, 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 quick. Sprich Deutsch, Junge. Gut, dann werden wir die Riesenscherbe jetzt verkloppen müssen. Was bleibt uns auch anderes übrig? Och, zieht ja ganz ordentlich ab. Und ich hoffe, da gibt's nicht wieder sowas wie Giftatem. Ich hasse diesen Zauber. Giftatem und alle erwischt's. Yeah. Das groovt total. Blam, blam. Jetzt habe ich gerade gar nicht aufgepasst. P-Sauger. Yes. Ja. Haut rein, Leute, die zieht uns jetzt nicht so viel ab. Cool, da war ein Konter. Depp, ich bin stolz auf dich, wirklich. Der Hammer. Was du heute wieder leistest. Der Wahnsinn. Der absoluteste Wahnsinn. So, und jetzt haut mal alle eine Runde. Truff. Das ist schon recht leicht widerlich, wie sich da der Ranzen hinten bewegt. Und der Schabe. Man kommt sich auch echt vor wie ein Kammerjäger. Also hier nichts wie als Schaben und Spinnen und ach, weiß der Havas, da noch alle so rumtigert in diesem Dungeon. Ja, du bist ausgewichen. Wow, sexy war das. Ja, Nina. Nina zieht 41 ab. Der Wahnsinn. Mädel. Das ist eine deutliche Steigerung zu einem Schadenspunkt. Ja, komm jetzt. Geht ruf jetzt. Hopp. Boah, 199. Das ist wie 1,99. Anstelle von 2 Euro. Euronen. D-Mark. Oh, Rimpo. Du bist ja mal empfindlich. Mädel. Los, haut rein, bedient euch. Yes! 2000 Erfahrungspunkte und 0 Münzen. Ja, wir erhalten Rauch. Was will ich mit Rauch? Gib mir lieber eine Kippe. Und Nina erreicht Level 19. Ja, Depp fing die Küchenscherbe ein. Bonnie! Bonnie, Bonnie, Bonnie! So, jetzt kann ich ja aber gleich wieder eine... Ja, bei dem anderen brauche ich jetzt alles nichts eigentlich. Dann geht's munter weiter. Na du, Riesenvieh? Ihr seid die Ersten,
Affen, die mich so weit getrieben haben. Ich bin kein Affe, ich sehe nur so aus. Aber Verlierer bleiben Verlierer. Außerdem hast du mal einen Affe mit blauen Haaren gesehen. Vergesst nie, wen ihr vor euch habt. Aber wen habe ich denn vor mir? Oh, jetzt müssen wir uns die Goldfliege angeln. Das kann ja wirklich heiter werden, ohne Ende. Dann hoffe ich mal, dass das einigermaßen gut geht jetzt. Nicht so wie der Wurm, der war ja übel, der Wurm. Oh! Die ist eh so frech, die Fliege. So, nimm das. Mit ihrem goldenen Ransen. Rand darf auch nochmal austeilen. So, bitte daheim nicht nachmachen. Ach, shit, irgendwie verstehe ich nicht, warum die nicht, ja. Ich könnte... Hat die vielleicht nicht... Ach nee, muss ich erst... Müsste ich bei den Status... Bei der Statusleiste mal gucken. Ich wollte... Ich verstehe nämlich nicht, warum die keine Energie anwenden kann. Vielleicht hat sie zu wenig AP. Aber ich meine, die hatte schon ein bisschen mehr wie 9. Junger Meister! Die geht ab, die Fliege. Das wird ein lustiger Fight. Auf alle Fälle. So. Nein, nicht angreifen. Verarzten 2 und zwar flott. Und du teilst aus. Und du haust auch ein bisschen drauf. Und dann müssen wir irgendwas anderes machen. Probieren wir es mal mit dem Stromstoß. Boah, mein Bildschirmschoner. Sorry. Ach, die ist jetzt tot schon. Mein Lieber, echt. Da war gerade immer mir der Bildschirmschoner im Bild. Deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Ja, Mob hier. Dich mal kräftig durch. Erneuern. Rimbo. Dann müsste eigentlich gleich... Könnte ich ihn da nehmen? Nehmen wir mal Tornado. Doppelangriff. Lass meinen Random Ruhe, den brauche ich noch. Haha, unmöglich. Ja, du mich auch. Was wollte ich jetzt? Rand. Ach, das hat nicht geklappt mit dem Erneuern Zauber. Ja, das ist ja mal sehr nett. Tornado, komm. Nein! Lass du den Jungen in Ruhe. Jetzt komm. Hau rein. Oh, der ist sogar gar nicht schlecht. Und die Nackedei kommt von oben und haut ihr auf den Arsch. Und da steht sie doch glatt wie der Ruf. Den ganz dringend verarzten. Und hoffentlich bleibt ihr mir auch so lange noch am Leben. Ja gut. Super. Kurz noch austeilen. Yes. Und die Fliege ist hinüber. Yeah! Cool. Nächster Level. Und Rand hat nun auch Verarzten 2. Das kommt mir sehr entgegen. Oh, verdammt. Und wir haben die Goldfliege. Yes! Strike! Gut. Damit verabschieden wir uns auch. Ich werde noch ein bisschen heilen. Kurz mal... Die Truppe... Die Truppe flieht. Nein, sie heilt. So. Und, ja, ich laufe dann den Weg wieder zurück. Und, ja. Wir sehen uns dann... Oh, da, das sind keine Gegner mehr, hä? Das ist ja schön. Das ist ja schön. Vielleicht können wir noch in der Folge zurücklaufen. Kämen euch ja sicher auch entgegen. Hä? 2 Ausgänge. Egal, ich mache jetzt an der Stelle Stopp und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao!